Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nun ist die Gamescom ein paar Tage her und ich wollte euch zeigen, was ich dort gesehen habe. Die Woche hat mit dem Montag begonnen. An diesem Tag war die eigentliche Messe noch gar nicht im Gange. Trotzdem hat Nvidia die Chance genutzt, in Köln nahe der Messe ein Event zu veranstalten, wo sie einige neue Games mit Raytracing vorgestellt haben, welche man sogar anspielen durfte. Die Veranstaltung war super organisiert, nicht viele Leute, gut getaktete Gaming-Slots, leckeres Essen und eine stimmig designte Location. Da das Spiel Watch Dogs Legion eines der Games ist, auf die ich sehnsüchtig warte, habe ich dies natürlich angespielt. Kurzer Teaser für euch, Ubisoft hat sich Mühe gegeben, bekannte Locations aus London in Watch Dogs Legion nachzubauen, aber nicht zu detailliert, sodass die Welt noch gut spielbar bleibt. Mir gefällt dieser Spagat sehr gut und das Team von Ubisoft war auch sehr freundlich. Jeder wurde in das Game eingeleitet, die Jungs waren auch immer für einen kleinen Spaß zu haben. Deshalb spiele ich euch auch nun ein paar Impressionen zum Nvidia-Event ab. Nach Watch Dogs ging es für mich an das neue Call of Duty Modern Warfare. Jeder hat den Duo-Modus gespielt, die Waffenauswahl wurde zufällig alle zwei Runden für alle Spieler geändert. Mein Spielpartner war glücklicherweise ein sehr guter Spieler, den auch der ein oder andere von euch kennt, Fabian Siegesmund. Das Waffengefühl als auch die Grafik waren anders als bei jedem Call of Duty zuvor. Allerdings hat es sich nicht schlecht oder fremd angefühlt, im Gegenteil, es wird mein Titel 2019, zumindest im Multiplayer-Modus. Im Hintergrund habt ihr ja jetzt schon ein paar Impressionen zu dem Event gesehen, aber auch das Gameplay möchte ich euch nicht vorenthalten. Nvidia war nämlich so freundlich und hat uns allen einen USB-Stick zur Verfügung gestellt, auf dem unser Gameplay via Shadowplay sofort gespeichert wurde. Vom Nvidia-Event bin ich direkt wieder zur Köln Messe. Dort mussten wir den Stand von SteelSeries auf Vordermann bringen, da alles für den Dienstag, der Pressetag der Gamescom, stehen musste. Dort habe ich nicht gefilmt, da es ziemlich stressig wurde. Generell war ich sehr stark eingespannt auf der Gamescom, weshalb ich nicht allzu viel filmen konnte. Ein paar Shots habe ich dennoch hinbekommen, zum Beispiel wie ich den Kollegen Kreativecke getroffen habe. Dazu bekommt ihr jetzt nochmal ein paar Impressionen, ich verabschiede mich allerdings schon mal und wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen und bis zum nächsten Video. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me a sign, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do.